Mit 2 Toren und einem Assist wird man zum gefragten Mann. Kevin Volland und Co.'s Dreier Premiere in dieser Saison. 3:1 in Augsburg. Ja, es ist natürlich schön, dass wir 3 Punkte haben. Es tut uns allen extrem gut nach den vergangenen Wochen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, in meinen Augen. Haben Augsburg wenig Räume gelassen. Aber klar, in der ersten Halbzeit kann man froh sein, muss man auch ganz klar sagen, dass wir nicht hinten sind. 2-1, 3-1. Ich fand, nach dem 1-0 haben wir noch 2, 3 gute Gelegenheiten gehabt, Ansätze. Aber dann haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben und es darf uns nicht passieren. Aber ja, es ist einfach mal wieder schön, ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ich denke auch, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Und nach dem Dortmund-Spiel auch schon, das hat man auch schon gesehen, dass wir eine gute Leistung abgeliefert haben, gute Torchancen wieder rausgespielt haben. Und heute haben wir es auch mal geschafft, einen Sack zuzumachen. Ja, ich denke, sehr wichtig für uns, weil wir haben auch gut gemacht gegen Dortmund. Und jetzt haben wir leider in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, aber zweite Halbzeit war ordentlich und dann haben wir diese 3 Punkte geholt. Das ist sehr wichtig für uns. Wir haben uns gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil es eine schwierige Partie war. Ja, und vor allen Dingen nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Dortmund heute nochmal alles zu mobilisieren, das war natürlich eine gute Leistung dann von der Mannschaft. Klar freue ich mich riesig, dass ich 2 Tore gemacht habe und noch einen Assist beisteuern konnte, aber es ist Mannschaftssport. Es zählt einfach, dass wir die 3 Punkte heute haben. Und jetzt haben wir mal wieder nach den vergangenen Wochen auch mal wieder eine schöne Woche. Wir müssen trotzdem dranbleiben, es ist noch lange nichts geschafft, es ist ein schwerer Weg noch, aber wir sind jetzt, denke ich, schon Stück für Stück in der Saison angekommen. Es ist auch logisch, wenn du mehrere Spiele mal nicht gewinnst, dann fühlt sich das immer besonders gut an. Aber wir sind immer ruhig geblieben in jeder Situation. Und es zahlt sich aus bei unserer Mannschaft. Die gibt es uns zurück, mit immer wieder auch in schwierigen Situationen mit guten Leistungen. Und heute hier dieses Spiel, da muss man erstmal gewinnen. Ja. Nein, ich denke, Krise für uns war nicht wichtig, war keine Krise für uns. Wir haben weiter gemacht, weil wir wissen, wir haben eine gute Mannschaft und wir können auch sehr gut spielen. Und das hat nur ein bisschen die Chance gefehlt für uns. Und jetzt haben wir gut gemacht. Es gibt ja die Regel, der Gefaulte sollte nicht schießen, aber ich kann mich nur nicht so mit ihm verständigen. Ich kann ja kein Portugiesisch. Oder deswegen, ich habe mir geschnappt und dann schieße ich auch. Richtig so, wer trifft, hat recht. Nächster Stopp, Samstag gegen den VfB.